etwas unerwartetes Ende letztes Mal. So, jetzt geht's weiter. Wir haben fast 100 Münzen. Und mal gucken, was es hier oben so gibt. Da ist wieder ein Fenster. Die Fenster sehen aber wirklich ein bisschen so verdächtig aus. So, 87 haben wir. Du kommst hier nicht weiter, verzieh dich. Ja, von mir aus. So, 92 habe ich. Kann ich hier irgendwo noch reingehen? Bitte, 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 sag bitte. Ja! Ach nee, jetzt bin ich wieder hier drin. Du kommst hier nicht mehr raus. Oder was? Endlich bist du in meine Falle getappt. Bahahaha. Das heißt, den muss ich zuerst besiegen. Oder wie ist das jetzt hier? So, Teleporter vielleicht wieder? Hm, hier muss doch irgendwie ein Geheimweg. Ach so, da ist man tot, ne? Okay, wir brauchen noch 8 Münzen. Wenn wir nicht... Das ist ein Versteck. Okay, das ist ein Versteck hier, also. Wenn wir... Ach, hier sind auch noch Türen überall. Huch. War ich hier schon drin? Hier ist dann wieder dieses komische Auge. Glaube ich, bestimmt. Nee. Hier ist Feuer. Wir brauchen nur noch 8 Münzen, dann haben wir die... Alter, Hilfe, was ist das denn hier? Schatten. Hm. Da ist ein Geist drin. Heißt wieder 5 Münzen wahrscheinlich. Okay, wie komme ich da rein? Buh. Okay. Buhu, buhu, buhu. So, wir brauchen noch 7 Münzen. Alter, 7 Münzen, das ist gar nichts, oder? Kann ich hier irgendwas machen? Muss ich hier irgendwas machen? Hier ist eine Tür. Gehe ich da mal kurz durch. Ja, dieses Haus ist echt verwirrend. Und hier ist die Dunkelheit und saugt mich ein. Das heißt, da ist wirklich nichts. Überhaupt nichts. Vielleicht irgendwie eine rote Münze? Scheint wirklich nicht zu sein. Vielleicht ist hier wieder ein Versteck oder so, wenn man ganz nach außen kommt. Oder man kann nach da vorne gehen. Aha, aha, aha. Da vorne, nein, dreh ich mal um. Hier. Huch. Du musst auch reagieren, Mario, ne? So, das heißt, wir machen das so und dann... Huhuhu. Ach nee, hier ist eine Wand, okay, aber das sah vorhin irgendwie so aus. Was sind das hier nur für Räume? Das ist echt komisch. Und wie kriege ich diesen komischen Geist da raus? Was ist das hier, ein Baumstamm? Kann ich da nicht irgendwie draufbleiben? Vielleicht ist es ein Stampfer und dann geht die Lava weg oder so. Ich weiß es nicht. Echt, echt, echt richtig komisch hier. Nee, keine Ahnung. Jetzt geht er automatisch raus. Na gut. Der Stern heißt ja ins Bodenlose. Hm, das heißt, ich muss viel riskieren eigentlich. Ich habe ein Versteck gefunden. Das war ein Fenster. Nein, Fenster. Nein, komm mit. Ach ja, das übt sich ja wieder so ein Stern aus. Das heißt, wir haben 3... Wie viel haben wir eigentlich schon eingesammelt? Gut, wir safen einfach mal hier. Wir brauchen jetzt noch 7 Münzen. Und ihr könnt euch vorstellen, die werde ich auf jeden Fall versuchen zu holen. Das ist ganz klar, ne? Ganz klar, ich steht. Hier muss es doch irgendwo Münzen geben. Noch ein paar. Immerhin 7. Huch, jetzt bin ich tot. Da gibt es auf jeden Fall... Ach scheiße, wo habe ich ihn wieder gesaved hier? Pass auf, so machen wir es und dann... Oh Mann. So und dann... Ui, und dann zieht es uns nichts ab. Und hier sind 6 im besten Falle. Und das sind wieder zu wenig. Dann muss ich hier wieder timen. Oh, wir hören es wieder. Ah, da habe ich wieder zu viel Zeit. Ich muss da schneller durch. So, jetzt. Sehr schön. Oh. Machen wir es so. Zack. Safen. So. Ich glaube, die schmeißen aber nur 2 jeweils raus. Aua, aua, aua. Alter, lol. Das wäre richtig geil, wenn ich da noch drauf geblieben wäre. Na. Mist, ich glaube, jetzt ist mindestens eine weg. Ich brauche aber alle beide. Ja, die sind weg. Muss ich irgendwie geschickter umbringen. Aber wie ist die Frage? Wie bringe ich die Halunken um? Ohne irgendwie Münzen zu verlieren, beziehungsweise keine zu bekommen. Ja, die sind wieder weg. Wir haben die noch nicht mal aufprallen gehört. Ey, das ist echt schwer hier. Nummer 4 haben wir schon. Ich safe einfach mal gerade nicht. Mann, ich brauche ein paar Münzen. Noch 7. 7 Münzen. Nur 7 Münzen, verdammt. Das kann es doch nicht sein, dass die mir jetzt fehlen hier.
Ja. Die Scheiße. Nein! Jetzt bin ich reingegangen, ich Dulli. Ich will wieder raus. Jetzt bin ich wieder an der Stelle hier. Aber ich brauche die Münzen hier. Ich habe so viel eingesammelt. Das Doofe ist, die kann ich hier irgendwie... Ich darf nicht auf die raufspringen. Ich darf nicht auf die raufspringen, dann sind die Münzen weg. Mann, ey. Wieder keine bekommen. Wie kriege ich die am besten weg? Ja! Nee, 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 nicht so. Wieder alles verloren. Das ist schwer. Weil ich brauche jetzt gerade alle Münzen hier. Das wären 4. Immerhin 4. Vielleicht bleiben sie... 2 haben wir... Ach komm, das helfen wir einfach. Das sind 2 und ich glaube, alle 4 einzusammeln, das wäre echt Weltklasse. Irgendwo haben wir bestimmt... Irgendwo haben wir bestimmt irgendwas... verpasst. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Irgendwo müssen noch 5 Münzen. 5? Wir reden von 5 Münzen. Nicht von mehr. Wir reden nur von 5 Münzen. Sie müssen hier irgendwo rumfliegen. Auf jeden Fall, denke ich mal. Ah, das war jetzt zu riskant. Da bin ich tot. So, das helfen wir mal. Und dann springen wir rüber. Hui. Das helfen wir wieder. Und dann gucken wir mal. Wir gehen hier nochmal rein. Waren wir hier drin? Ich glaube schon. Für die rote Münze waren wir hier, glaube ich, auch drin. Ne? Oder? Ne, hier war... Ein Geist. Das ist aber eine Münze. Das wäre eine Münze. Das wäre... Schade, das wäre nämlich zu wenig. Hier war, glaube ich, eine rote Münze mal drin, ne? Gut, dann gucke ich erstmal hier rein. Vielleicht ist hier irgendwie ein Geist oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Komm, irgendwo eine Münze. Oh, da wird keine Münze mehr oben sein. Ich habe alles ja geholt gehabt. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Oh, komm, drehe ich auch mal um, Mario. Ne, der will sich jetzt wieder nicht umdrehen. So. Er dreht sich nicht um. Na, echt toll. Aber bisher bin ich da fast immer raufgekommen. Muss man mal sagen. Aber die Sicht ist jetzt gerade so doof, da kann man nichts machen. So, jetzt rede ich mal. So, die Sicht ist ganz gut. Machen wir uns noch ein bisschen nach hinten. Dann 1, 2, 3. Und Spiegelei. Bin ich jetzt, weil ich da runtergefallen bin. Oder wäre ich jetzt, wäre ich da wirklich runtergefallen. So. So, bin wieder oben. Komm, hier muss irgendwo noch eine Münze sein. Ein paar Münzen. Hier ist ein Stern. Wollte gerade sagen, vielleicht sind da Münzen. Nee, sind sie leider nicht drin. Oh, ist das fies. Hier vielleicht irgendwie was. Mir fehlen ja auch noch ein paar rote Münzen. Wo sind die denn wieder abgeblieben? Das ist ein schweres Rätsel hier. Warte, wenn ich den Geist habe, habe ich 96, 98. Wenn ich alle roten Münzen einsammle, dann hätte ich genügend. Dann hätte ich genau 100 Münzen, wenn ich jetzt noch diese rote Münze hier hole. Kommt der Geiste. Geistlein, oh Geistlein, jetzt komm doch mal her. Zu meinem Arsche, das wäre doch sehr cool für dich. Gib mir die Münze, vielen Dank. Jetzt hab ich 96 Münzen, oh ja. Und mir fehlen aber noch ein paar. Ah. Warte, ich lese nochmal das Schild, was da stand. Ich weiß es nicht mehr ganz. Na komm schon. Schild, komm. Willkommen in meinem Schloss. Hier gibt es zahlreiche Fallen, aus denen du nicht mehr herauskommst. Und du hast bestimmt nicht genug Sterne, um mein Thronsaal zu besuchen. Außerdem habe ich die Tür zur Kathedrale Doch, hab ich. Tatsächlich. Aber ich glaube, das führt mich dann zu irgendeinem Areal, wo dann die Münzen wieder gelöscht werden. Aber ich gehe einfach mal rein hier kurz. Beziehungsweise mach mal den Stern. Einen Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt. Viel Glück da drinnen. Hehehe. Und es ist wie ein... Wusste ich's doch, das ist wieder so ein Level. Das Problem ist, wenn jetzt in den Türen die roten Münzen sind und wir da nicht reinkommen, weil wir Bowser noch nicht besiegt haben, dann ist alles umsonst hier in diesem Part gemacht. Was wir gemacht haben, war alles wirklich umsonst. Oh, nee, davon war noch eine Tür. War ich da schon drin? Nee, da ist keine Tür, aber hier ist doch irgendwas. Kann mir doch keiner sagen, dass hier nichts ist. Ey, Mann, hier muss irgendwo was... Irgendwo noch ein paar Münzen.
Kann doch nicht so schwer sein. 4 Münzen, Mensch. Wir reden nur von 4 Münzen. Nur von 4 Münzen reden wir. Vielleicht ist da doch eine Münze drauf, da wo ich nicht drauf war. Ich weiß es nicht. Oder war ich hier drauf? So, pass auf, wir machen Folgendes. So, jetzt hält er sich wieder an der Wand fest. Der kotzt sich manchmal so an. So, huhu, so. Dann safen wir hier mal und dann springen wir darauf. 1, 2, 3. Oder nur einmal eben. Zweimal sollten es schon sein. Ah, Mario, jetzt spring da ran. Aber ich glaube nicht, dass da noch Münzen sind. Aber wir müssen jetzt jedes ach so kleines Detail ausprobieren. Es muss irgendwo müssen auch 4 Münzen rumliegen. Beziehungsweise 2 rote Münzen. Das muss einfach sein. Und ein Versteck fehlt uns noch. Ein Versteck fehlt uns tatsächlich noch. Nur noch. Ich will jetzt die roten Münzen einsammeln, Mann. Komm schon, hier muss... Nein, es ist keine rote Münze leider mehr. Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht allgemein nicht gut aus für uns. Eieiei. 4 Münzen fehlen uns noch. Die müssen noch hier irgendwo versteckt sein. Es kann auch nicht so schwer sein. Nur 4 Münzen fehlen uns noch. Und ein Versteck. Aber ich will jetzt sofort alle Münzen hier einsammeln. Los, es sind doch nur noch 4. Läppische 4 Münzen. Hier ist auch kein Geheimnis. Dann geh ich nochmal hier rein. Hab jetzt eh wieder vergessen, was da... Ach, das war wieder so... Ey, diese blöden Türen. Es fehlen mir außerdem noch 2 rote Münzen. Hier komme ich nicht rein, bla bla bla, verzieh dich. So, und hier ist wieder eine Falle. Falle getappt, hahaha. Ha, ha. Für mich ist das nicht so lustig. Hier geht's durch. Der ist rausgekommen, das heißt, es sind schon mal 97. 97 haben wir schon mal. Alter, 97. Puh. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist das letzte Versteck. Hier ist der letzte Versteck. Und Tatsache. Was haben wir eingesammelt? Das war eine rote Münze. Scheiße, eine Münze. Die eine fehlt uns noch. Ey, hätte ich das gewusst. Eine einzige fehlt uns noch. Ach, du Heilige. Nein, eine fehlt uns noch. Das war eine rote Münze. Hier muss auch irgendwo eine rote Münze rumfliegen. Ey, das gibt's doch nicht. Es ist unglaublich. Eine Münze brauchen wir noch. Eine Münze, verdammt. Hier muss auch hier... Hier irgendwo muss auch eine Münze sein. Ich meine, eine Münze. Eine Münze, eine Münze, eine Münze. Komm, wir gehen nochmal zurück. Hier rein. Hier war eine rote Münze und... Wir gehen mal hier wieder rein. Und gucken... Hier muss doch irgendwas sein, glaube ich. Ein Versteck vielleicht, wenn wir ganz nach außen, wenn wir ganz da an die Spitze gehen. Man scheint doch nicht. Komm, wir rennen einfach mal durch. Nö. Sind wir tot. Und doch so ist das hier ziemlich dunkel. Na? Alter, eine Münze, wo kriege ich die her? Das ist die Frage. Komm, ich gehe auf der roten Spur mal lang. Vielleicht ist hier irgendwo ein geheim versteckt noch. Mir fehlt noch ein geheim versteckt, ne? Ein einziges. Und eine Münze. Diese Münze, ey. Alter, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, ist die rote Münze da, wo wir jetzt gerade nicht hinkommen können? Könnte man hier noch irgendwo eine rote, irgendwie noch eine Münze rausspielen? Aua, tot. Ist hier noch einer? Vielleicht respawnen die ja wieder. Nö, leider nicht. Und hier ist auch keine Münze oder so. Hä? Da oben, was ist da an der Decke? Was ist das denn? Okay. Hätte ich jetzt Feuerpfeile, würde ich das abschießen. Ah, kann da oben nicht eine sein? Weißt du, was ich meine? Oder hier irgendwo eine Münze zum Abschluss oder so? Das wäre so schön. Aber leider wird uns das nicht gewährt. Das finde ich scheiße. Eine einzige Münze muss hier nur sein. Oder eine rote Münze. Die fehlt mir noch. Komm, eine rote Münze muss doch hier irgendwo sein.
kann doch nicht angehen, dort die hier fehlt, Mensch. Menschen Skiddies, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Na komm schon. Wo ist die letzte Münze? Ein Versteck brauchen wir noch und eine Münze brauchen wir noch. Hier war eine rote Münze. Hier war nur dieser kleine Raum. Ach du heilige Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Ist hier irgendwie ein Versteck, irgendwie eine Wand, wo man durchgehen kann? Kennt man ja von Arpios Hex. Eine Münze. Eine Münze muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Da ist aber nichts, da ist überhaupt nichts. Das kann's doch nicht sein, ich bin so weit gekommen. Eine einzige Münze fehlt mir noch. Warte mal, ich probiere mal was aus. So, pass auf. Wir machen jetzt was Riskantes. Habe ich etwa darauf gesaved? Nein, das ist doof, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe keinen anderen Safe State vorher genommen. Das heißt, wir müssen ab da wieder starten. Sonst hätte ich vielleicht nochmal... Alter, hätte ich das gewusst, dann hätte ich... Ich habe ja 2 von 4 einsammeln können. Oder eingesammelt. Und ich hätte eventuell noch 3. Hätte ich das gewusst, hätte ich ab diesem Safe State gemacht. Aber leider habe ich das nicht gemacht. Und somit... Fehlt mir noch eine Münze, das kann einfach nicht sein. Das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, ich beende den Part nicht. Ich mache eine Pause und gucke mal, wo die letzte ist. Das heißt, ich suche weiter und nimm dann auf, falls ich sie gefunden habe. Oder wenn ich wirklich nichts gefunden habe, dann sage ich wieder, ja, sorry, ich habe es nicht gefunden. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Dauert für euch nur eine Sekunde, für mich. Ich suche jetzt einfach. Bis gleich. So, willkommen zurück, Alter. Ich habe es gefunden. Diese Wand. Hier, wie jeder weiß, war ja hier so ein Block. Und... Wir können durch die Wand durchgehen. Ich glaube, unglaublich einfach. Ich habe da schon gesehen, da sind ein paar Münzen, mehr habe ich aber auch nicht gesehen. Geil, Alter. Weil die Wand kam mir immer so verdächtig vor und jetzt haben wir locker 100 Münzen. Und ich bin echt sowas von froh, da oben ist die letzte rote Münze. Und wo ist das letzte Versteck? Mal sehen. Ich hoffe, ich werde nicht rausgeworfen, aber im normalen Fall nicht. Und damit haben wir die 100 Münzen. Ach, scheiße, wir brauchen noch eine rote Münze. So, hier ist der rote Münzstern. Wo, ey komm, wir brauchen ein Versteck. Das war ein Versteck und ich werde den Versteckstern holen, glaube ich. Ja, komm, den holen wir, weil die roten Münzen, die sind einfach. Den Versteckstern, da weiß ich nicht mehr ganz, was ich gemacht habe. Die roten Münzen sieht man, weißt du? Das ist nämlich der Versteckstern und den werden wir jetzt holen. Das ist unglaublich, Alter, wir haben wieder 2 Sterne in diesem Part geholt. Und ich muss sagen... Diese Wand, die ist scheiße, aber egal. Fall ich hier runter? Okay, mal sehen, wie ich den Stern bekomme. Oh, da haben wir ihn. Und super, wir haben es geschafft. Ich wollte schon sagen, 107 Sterne wäre geil. 55 Sterne haben wir in diesem Part geholt und ich bin echt froh. Finden uns alle. Alter, ey. Glück gehabt, dass... Oh, ich dachte, das wäre es von Münzen. Yes! Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.